Liebe Wählerinnen und Wähler, am 22. September ist Bundestagswahl und es geht um eine Richtungsentscheidung, zum Beispiel bei der Energiewende. Es ist die Frage, wird diese Energiewende vor die Wand gefahren, wie wir es jetzt erleben, dass zum Beispiel die Bundesregierung die Erneuerbaren ausbremst oder sogar stoppen will und dass die Preise, die Energiepreise für die Verbraucherinnen in Höhen getrieben werden, die nicht in Ordnung sind, dafür ganz viele Wirtschaftsbetriebe ausgenommen werden. Wir wollen eine Energiewende, wo wir sehr klar auf erneuerbare Energien setzen, wo wir auch auf Energieeffizienz setzen und damit die Kosten senken und wo wir die Preise für die Energiewende fair verteilen. Das heißt, wir wollen 4 Milliarden von unnötigen Ausnahmen zurücknehmen und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Also eine professionell gemanagte Energiewende und nicht eine Energiewende, die am Ende dafür sorgt, dass Atomkraftwerke doch wieder länger laufen oder Kohlekraftstrom ins Netz eingespeist wird. Wir wollen etwas tun gegen die Massentierhaltung. Denn Massentierhaltung hat dramatische Probleme. Es gibt millionenfaches Tierleid. Es ist auf der anderen Seite so, dass es kombiniert wird mit großen Biogasanlagen. Das heißt auch mit vielen Maisfeldern. Damit eine Nitratbelastung im Trinkwasser, die wir nicht für richtig halten. Wir haben einen Verlust von Artenvielfalt und wir haben einen Medikamenteneinsatz bei dieser Massentierhaltung, der dieses Tierleid überdecken soll. Dazu kommen dann Keime, die resistent sind gegen diese Medikamente und am Ende im Krankenhaus landen und kein Antibiotika wirkt mehr dagegen. Also gefährdet auch Menschen. Wir setzen dagegen eine bäuerliche Landwirtschaft, regionale Produkte, regionale Vermarktung und eine Landwirtschaft, die mit der Umwelt im Einklang ist. Wir Grünen stehen für mehr soziale Gerechtigkeit. Wir wollen einen Mindestlohn flächendeckend von 8,50 Euro. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und wir wollen eine Energiewende, die wirklich auch bei den Erneuerbaren ansetzt, sie ausbaut, mehr auf Energieeffizienz setzt und auch die Preise nicht unnötig in die Höhe treibt. Wir wollen gegen die Massentierhaltung vorgehen, denn wir setzen dagegen eine bäuerliche Landwirtschaft, eine regionale Landwirtschaft ohne ein millionenfaches Tierleid, was wir momentan erleben. Und wir wollen außerdem den Kita-Ausbau, denn gerade für junge Familien ist es wichtig, dass sie eine Betreuung bekommen. Also Kita-Ausbau anstatt Betreuungsgeld. Das alles können Sie erreichen, wenn Sie die Grünen wählen. Geben Sie den Grünen vor allen Dingen die zweite Stimme, aber wenn es geht, auch die erste.